Da sind wir wieder mit Amicia und mit Hugo. Und jetzt gehen wir runter zu den Docks und suchen uns Joseph, der uns helfen soll, hier von hier wegzukommen, um nach Marseille zu kommen, wo der gute Magister Vendant Hugo helfen will. Beziehungsweise eigentlich will er ihn nur wegsperren. Trotzdem, ob wir das irgendwie hinkriegen. So. Ich wurde zwischenzeitlich gefragt, wo ich die letzten zweieinhalb... Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Natürlich. Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist dort? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Genau, die letzten zweieinhalb Monate habe ich keine Videos gemacht. Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle. Ja, und jetzt erzählen Ihnen, was das bedeutet. Da, der Wachturm. Erzähl ich ein anderes Mal. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht mal zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen Sie sie also hin. Mit dem Licht sieht schon ganz cool aus, ne? Wie stimmungsvoll das Ganze ist hier. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Mist, das töten ganz cool. Da wären wir. Gut. Ja, durch die Tür rein? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Easy peasy. Du wolltest, dass ich Magister Vaudin nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Oh, wunderschön. Kanalisation. Besser geht's doch nicht. Ein Träumchen. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Vielleicht können wir ja wirklich was machen. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Licht der Beschützerin. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Müssen wir hier längst, ob wir hier was finden oder so? Vielleicht? Guck mal hier. Ja, alles durchsuchen. So schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Ozean sein. Der wird ihm gefallen. Viele Frauen will sie sich um ihren Kopf packen. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Ist das meine? Ja. Okay. Dann lass uns mal zum Boot gehen. Wird ja nicht so einfach sein, da wird ja wieder irgendwas sein, ne? Das wissen wir ja schon. Nehmen wir längst. Und Ruhe. Eine geile Axt, wenn ich die nutzen kann. Ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen.
Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar! Öffnet das Tor! Hey, Neulinge! Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Passen wir aufs Beste. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Alles mitnehmen, was wir finden. Das muss man schon herstellen hier. Ups. Okay. So war es auch genug, ne? Nicht rein. Da ist eine Luke, machen wir gleich auf. Dann müssen wir noch mal durchforschen. Mal so besehen hier. Ich habe gehört, diese Stadt war einst das Handelstor zum Mittelmeer. Und bald ist sie das Tor zur Ausbreitung des Bisses. Wirklich traurig. Okay, es gibt verschiedene Wege. Also lass uns einmal kurz dahin die Hintern gucken, da die Luke. Okay. Auf zum Tor. Mit dem Wagen hätten wir wahrscheinlich irgendwas anderes machen können da oben. Oh. Wusste man nicht, welche Richtung eher ist, ne? Naja, egal. Frage, was wir jetzt machen mit den beiden. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Ein Messer, das ist schon mal gut. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Wir müssen da oben hoch, wir müssen auch hier die Leiter hoch, glaube ich. Das andere wird ein bisschen kritisch. Aber wie können wir die da weglocken, die Affen? Also ihn davon müssen wir irgendwie hinkriegen, dass er da hinguckt, ne? Ihn da, dem anderen müssen wir ein bisschen warten, dass er weiter weg ist. Das war jetzt dumm von mir. Ich hätte wahrscheinlich schon gleich die Leiter hochgehen sollen. Höchstwahrscheinlich. Und dann, wenn die beiden da wieder weggehen, der guckt auch zu uns. Ne? Der andere dreht sich auch gleich wieder um. Dann rennen wir mal hier hinten durch. Und wir da irgendwo hinkommen. Aber ich glaube, da hätte ich auch gerade eben hinkommen können. War ein bisschen dumm von mir. Und warten, bis er weggeht. Kurz gucken. Ich glaube, hier hinten hätten wir auch so hinkommen können. Ne? Vollidiot. Ja, hätten wir da durchschleichen können. Na egal. Gut, dann müssen wir hier nochmal das Ding werfen. Schon wieder? Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Hier drüben! Wir haben Besuch! Oh nein! Schnell! Schnappt euch die Eindringlinge! Sie sind da oben! Auf sie!
Shit. Verdammt! Rocken da hinten! Ich geh schon! Okay, hätte ich gerade eben auch schon sehen können, aber jetzt sind wir natürlich nicht so dicht dran gewesen an uns. So ist vielleicht besser. Und das Geile ist, die verfolgen uns jetzt auch nicht mehr. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Himmelswillen, tut doch was! Er steckt fest! Helft uns! Nein, nein! Sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie nicht weitergehen, Amir. Oh Gott! Kraft, das Mann! Das ist schon cool gemacht, naja, nur das. Also gut gemacht. Cool gemacht, aber gut gemacht, muss man schon sagen. Echt nett, so holen wir uns hier was raus. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Okay, ich hab ihn nicht. Ich sehe den Teer nicht. Okay, so viel. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Sehen kommt er gut. Das Feuerbengel, es ist beweglich. Ja. Oh, wie im ersten Teil. Lass uns den mal anmachen. Dann können wir damit schön durch die Gegend cruisen. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. Weiter geht's nicht. Wir müssen vorbeigehen. Wir haben mit Ruhe, die machen wir mal auf. Gut. Wir kommen näher. Ach, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Wir sind dadurch aber irgendwelche Stecklader zu entwickeln können. Mhm. Oder? Nö. Habt auf, wir können das. Wir haben bestimmt Hunger, dann können wir das Fleisch runterholen. Das sieht die nicht. Achso, wegen. Ach so, warte. Klar, das sehe ich nicht. Das Feuer ausmachen dann. Schön gepuzzelt hier, der ganze Kram. Ist hier irgendwas? Nee, okay. Hätte sein können, dass da was versteckt ist. Da ist nichts. Gehen wir hier durch. Gehen wir hier rein. Ekelhaft. Dieser Geruch. Teer. Schneckenschleim oder was? Verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Ich höre auch keine Ratten. Aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh, ich stand zu sehr im Schatten. Okay. Wie dumm.
ekelhaft. Oh, dieser Geruch. Thea, verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Das Gott. Hass dort oben muss der Verdünner sein. Was ist denn da? Wir sollten weiter. Oh nein, bleib zurück! Sie folgen uns! Keine Panik, wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Moment. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Gut. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Gut. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Es funktioniert. Ja. Wunderklärchen hier. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie! Okay, mach mit her. Fertig! Perfekt! Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Also dann? Es muss klappen! Mal sehen, was der Teer taugt. Perfekt! Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme! Sie. Ist doch gut. Was ist denn hier hoch wahrscheinlich? Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Krass. Ist unser Boot da vorn? Sei dir da nicht zu sicher. Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Wie kommt er da durch, wenn er das festhalten muss? Außer dem Ball. Scheint, ist er einfach nur schnell und flink. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Lukas, du bist dran. Geht klar. Ich bin darüber, okay, das war zu dumm von mir. Hier längs erstmal, ne? Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt
ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Ah, guck mal, vielleicht können wir ihm mal helfen und er freut sich, dass er uns auch helfen kann. In der Mitte ist doch was drin, aber es ist kein Teer, ne? Es ist nur Harz. Lass uns mal da hinten runtergehen und gucken, wie wir das hier geschickt lösen können. Also hier kann ich gerade nichts machen. Irgendwas muss hier gemacht werden können. Da rüber, um Brücke hoch zu machen. Hochklettern kann ich anscheinend nicht. Auch nicht hoch. Oder kann ich ja schon was auch. Ich versuche das. Ist ja schon Flüssigkeit drin. Ist das vielleicht schon vom Harz? Also von dem, was wir brauchen? Kann auch sein, ne? Wir testen es mal. Nichts drin. Also. Können wir selber so ein Ding herstellen? Vielleicht. Reicht das? Ja. Bloß nichts, ich kann nicht durch. Da kann ich hier jetzt nicht dahin. Das geht's auch aus. Das ist natürlich keine intelligente Lösung. Ach, warte. Ich jetzt erst. Verdammt! Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz! Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist dein Einsatz, Lukas. Ja, sofort. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ach, verstehe. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Wirklich so weit gedreht. Ah, okay, warte. Draufstellen. Lass es! Sofort! Klasse! Genau richtig! So. Schön reinschütten. Schön warm wird, ne? Zünden wir das hier auch an! Wird gemacht! Okay.
Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Danke. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Ja. Ein bisschen hier. Was kann ich jetzt Ihnen sagen? Aufhören. Das reicht. Hör auf. Ja, sofort. Wie kommen wir weiter? Das ist rot. Da oben links gehen, geht das vielleicht? Amicia, ich steck fest! Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun, ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Lass ihn zurückziehen. Sei dumm. Wie komme ich denn jetzt dahin? Scheiße, das habe ich nicht jetzt falsch gemacht hier. Irgendwas, meine Logik war nicht ganz da. Darüber komme ich jetzt ja nicht mehr. Den ganzen Ratten. Ich glaube, wir müssen kurz mal opfern. Der Teer auf ein Feuer? Okay, aber ich glaube, die meinen ja das Teer aus dem Fass, oder bin ich verkehrt? Ich glaube, das meint die doch. Nein! Ist euer Ernst? Och, shit. Kannst du normal machen? Ist euer Ernst? Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Hey, wer seid ihr? Habt ihr die Brücke runtergelassen? Ja, wir wollen nur rüber. Rüber? Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja, wartet kurz. Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Gut. Das war nicht übel. Hä? Was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Gut. Jetzt noch die anderen beiden Becken.
Dann legen wir mal los. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Sofort. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Oh, verstehe. Ist doch richtig so, ne? Hey, du verpasst das... Hey, lass gut sein. Na gut. Klasse, genau richtig. So. Schütt den ganzen Scheiße normal da rein. Erledigt. Zünden wir das hier auch an. Wird gemacht. Ah, ich hab den... Was herstellen hier? Na bitte! Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Na dann mit dir. Und du musst da hinten reagieren. Lukas, du bist dran. Geht klar. Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Ja, wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Du kannst aufhören. Sofort. Probieren Sie mal. Hilft aber nicht dabei. Achso, warte mal. Ich kann auch direkt hier was reinkriegen. Ach, ja, okay, jetzt weiß ich, was er meint. Achso, nee, geht nicht. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence?
Tja, nett ihn kennengelernt zu haben, aber das war's. Gott. Hat er auch verdient, ein Assi-Soldat. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Das ist eine Werkbank. Kann ich irgendwas bauen? Gut, dann an die Arbeit. Ne, mir fehlt noch einiges hier. Hätte man wahrscheinlich genug Sachen finden können, noch vielleicht. Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwenden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst das gehen. Das ist der. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Den hat er mal einen verpattet. Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm! Oh, wir haben einen coolen Typen, der uns hilft vielleicht. Das war knapp. Ja! Hey, habt ihr das gehört? Das kann man stehen. Kommt mit mir! Soldaten! In der Kopf! Hey! Verdammt! Geht's natürlich schnell. Lukas, das wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder anziehen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Mist. Ist aber auch gerade spannend, ne? Okay, aber ich glaube, wir machen im nächsten Mal direkt hier weiter. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.